Hallöchen, Pupöchen, Hallihallo und Tüdelü zur neuen Folge Minecraft. So. Und wir waren, wo waren wir denn? Ach ja, genau, wir haben wieder die, Dingsbumshöhle da hinten, gewurmsdings. Und da gehen wir jetzt weiter rein und gumsdingsen weiter. Ja, so. Tür zu, sonst kommen die Creeper. Und rein da. Los. Oh, unser Haushühnchen hat uns ein paar Eier gelegt. Oh, ist das nicht ein nettes Haushühnchen? So. Und dann können wir hier jetzt nämlich zubauen. So, ich könnte mir eigentlich, habe ich mir eigentlich schon da hinten, ich weiß es gar nicht, habe mir schon eine, ja, natürlich habe ich mir schon eine Dings gebaut, eine Dingsbums, ne, eine Bumsdings, wie heißt denn das? Truhe, da konnte ich eigentlich mal das Eisen reinlegen. Ups, weil dann nicht, dass uns hier noch irgendwas passiert und dann stehen wir dann und das ganze Eisen ist weg. Das hatte ich jetzt nämlich in einer anderen Welt. Da habe ich mich mal wieder verlaufen. Und hatte dann gleich das ganze Eisen verloren. So, was machen wir jetzt hier? Hier machen wir das dann auch so, dass wir hier das wegklappen. Und dann bauen wir uns hier. Hops. Nein. Stein verschwendet. Schiete. So. So, ups. Und ups. So. Damit haben wir die Decke soweit fertig. Also hier müssen wir jetzt noch ein bisschen ausbauen und dann haben wir den Salat hier. So, dann können wir nämlich dann auch anfangen hier, wie gesagt, unsere Vorratshöhle anzulegen. Nee, da nicht. Schätzelein, du bist falsch da. Nein, so. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch unseren, das, die Erde raus, damit wir das hier wirklich auch einheitlich Stein haben. So, ups. Und da ist der Stein mal wieder alle, natürlich. Ich hasse, dass die Öfen übrigens so langsam arbeiten. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Gut, dann gucken wir mal wieder zu Weizenfarm. Irgendwie machen wir nichts anderes als diese Höhle bauen und zu Weizenfarm gehen. Höhle bauen, Weizenfarm gehen. Aber ich habe euch ja schon erklärt, ich gehe nicht in diese, oh, wieso dauert das denn so lange? Und wieso bin ich so blöd zu erkennen, ob das fertig ist oder nicht? Och, Narf. Ach man, ich lasse das hier weiter wachsen. Die können mich mal am Fußball schmatzen, ehrlich. Oh, das war ein Reim. Yay, ich werde noch poetisch auf meine alten Tage. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, hier, der eine Baum ist aus dem Setzling gewachsen. Oh, ich freue mich. Hier haben wir gleich so ein paar Röslein. Morgen ist ja auch Valentinstag, ne? Also, jedenfalls bei mir, wenn ihr das ja seht, dann ist der Valentinstag schon vorbei. Aber was soll mich jetzt verarschen? Geht jetzt schon wieder die Sonne unter? Hi. Unser Haus und Hofhuhn ist auch hier. Du brauchst noch einen Namen. Wie wär's mit Kunigunde? Kunigunde finde ich gut. Kunigunde ist ein aussagekräftiger Name, mit dem man Leute beeindruckt, wenn man sie das erste Mal sieht. Ich meine, ich hab den nicht auch vor jedem Respekt, der sich vor euch stellt und sagt, ich heiße Kunigunde. Allein aus dem Aspekt heraus, dass Kunigunde ein scheiß Name ist und die Leute es wagen, wirklich zuzugeben, dass sie so heißen. So, also, ups. Ich meine, ich bin auch nicht mit dem hübschesten Vornamen gesegnet, aber es gibt wirklich Vornamen. Hei, hei, also, ich sag da nur der Chantalismus, ne? Oh, Skevin. Levin Tyler. All solche lustigen Namen. Ja, ja. Ich frage mich auch, was sind... Ah ja, genau, wie hieß, bei uns in der Stadt heißt ein Mädchen, Shakira Mercedes.
frage ich mich, ob auch die Mutter sie nach Zeugungsort und Titel oder beziehungsweise Sängerin, deren Musik bei Zeugung lief, benannt hat. Das arme Kind. So. Gut, dann werden wir jetzt hier... Ups. So. Und hier nochmal ein paar Steine reinklöpseln. Ja, also man kann, finde ich, mit Namen bei Kindern extrem viel versauen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den hübschesten Namen und ich heiße natürlich auch noch genauso wie, falls es noch jemand kennt. Super, das war natürlich genau ein zu tief. Aha. Mareike Amado aus der Mini-Playback-Show, falls sie noch jemand kennt. Ich durfte mir als Kind richtig doofe Sprüche deswegen anhören. Und deswegen würde ich, glaube ich, meinem Kind echt so einen normalen Namen geben. Einfach nur aus dem Aspekt heraus, dass ich möchte, dass es eine ordentliche Kindheit hat und nicht geärgert wird. Wobei es eigentlich noch ging bei mir. Ich meine, so ein dummer Spruch ist okay, aber... Zum Beispiel eine Freundin von mir hieß Julia, die durfte sich ständig anhören, ja, wo ist denn Romeo? Ich finde, noch schlimmer ist es dann, wenn die Kinder auch noch Romeo heißen, weil... Dann... Romeo ist ja wirklich ein Name, der jetzt... Hey, mittlerweile, ja, okay, mittlerweile ist er, denke ich, auch bekannter, aber damals halt hieß niemand Romeo. Und dann, ja, solche Namen sind wirklich... Die Leute tun einem ein bisschen leid. So, oder auch wenn irgendwelche, keine Ahnung, Princess oder so, das finde ich auch ganz furchtbar. Ich meine, wer nennt denn sein Kind so? Das ist süß, solange die Kleine klein ist. Aber stellt euch mal vor, Princess wird irgendwann so eine, keine Ahnung, 30-jährige Kampflesbe. Ich meine, wie furchtbar, also, es ist nicht furchtbar, also nichts gegen homosexuelle Lesben und sonst was in jeglicher Form, aber... Wenn dann jemand ankommt irgendwie und sagt, er heißt Princess, da kann man den doch nicht mehr ernst nehmen. Und es gibt ja wirklich Kinder, die so heißen. Also ich könnte ihn jedenfalls nicht mehr ernst nehmen. Wenn sich jemand mir vorstellt, sehe, hallo, mein Name ist Princess, dann würde ich mich wegdrehen und mich kaputt lachen. So. La 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 la, einen Stein holen. So. Ja, ja, ja. Was sind denn so die schlimmsten Vornamen, die ihr mal gehört habt? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare posten. Also wie gesagt, bei mir an Shakira Mercedes kommt, glaube ich, so aus meinem Umfeld nichts mehr ran. Cheyenne finde ich auch noch sehr geil. Ich meine, Cheyenne ist auch so ein Name. Oh Gott. Und ich finde auch halt, man muss den Namen auch, wenn man jetzt sich ein Kind anschafft und finde ich, muss es auch wirklich so sein, dass man den Namen auch hier alle aussprechen können. Also ich würde mein Kind zum Beispiel, keine Ahnung, also keinen typisch amerikanischen Namen geben oder englischen Namen. Ich einfach viel zu viel Angst hätte, dass das irgendwie im Kindergarten steht und so, ja, wie wird denn das ausgesprochen? Ja, Justin, komm mal her. Und dann, ja, ich heiße aber Justin. Oder es gibt auch die lustige Geschichte, irgendwie aus dem Kindergarten, war irgendwo, ich keine Ahnung, wo ein Kind ankam und halt meinte, sein Name wäre Pürschelbär. Und dann die Kindergärtnerin total verwirrt die Eltern angerufen hat und dann rauskam halt, das Kind hieß Pierre Gilbert. Pürschelbär. Und deswegen, also das Kind selber muss den Namen ja auch noch aussprechen können. Und wenn das es nicht aussprechen kann, bumm. Jawohl, ich habe ja so viele Herzen hier. Dann finde ich, ist der Name wirklich für die Katz. Und das war jetzt auch gerade für die Katz. So, hups. Ja, ja, ja. So, deswegen, also ich bin vor kurzem, also meine beste Freundin hat ein Baby bekommen und das war meine erste Sache, die ich ihr gesagt habe, gebt dem Kind einen ordentlichen Namen oder ich werde es ärgern damit. Durchgehend. Bis es alt genug ist, um mich dafür zu hauen. Und, nein, jetzt hat der Kleine aber einen ordentlichen Namen, deswegen ist es okay. Also, es ist ein sehr schöner Name, man kann ihn nicht wirklich verarschen. Und deswegen bin ich zufrieden damit. Aber wie gesagt, also, sie meinte mal, wenn es ein Mädchen wird, würde sie ihr Kind irgendwie Madeleine nennen, das hat sie aber vor Jahren mal gesagt. Und meinte ich auch, da musst du damit klarkommen, dass ich dieses Kind durchgehend Madeleine nennen werde. Weil, ja. Wie gesagt, eine Freundin von mir heißt halt, also sie heißt eigentlich Jacqueline, aber ja, wird halt nur beim zweiten Namen genannt. Und wenn sie irgendwo ihren ersten Namen angibt, dann ärgere ich sie auch damit, dann kommt die ganze Zeit Jacqueline. Jacqueline. Und ja, wie gesagt, man kann mit Namen
Viel Versorgung finde ich bei Kindern. So, ups. Nochmal aufs Weizenfeld gucken. Was weder wächst noch gedeiht. Ich glaube, jetzt ist es aber reif. Yay, jetzt ist es reif. Reifer Weizen. Hops. Oh, jetzt wird es auch allmählich Zeit. Denn wir kriegen Hunger. Und ich möchte nicht Kunigunde opfern müssen. So. Wie viel Weizen haben wir denn? Zwei. Haben wir noch einen in der Kiste, dass wir uns ein Brot zimmern können? Ja, einen haben wir sogar noch. Oh, hey. Kunigundes Ei kommt auch hin. Und dann machen wir uns ein Brot. Und dann haben wir eine ordentliche Brotzeit. So. Yummy, yummy, yummy. Ich habe Brot in meinem Tummy. Und ich würde sagen, ich höre gleich auch schon wieder auf mit der Aufnahme. Ja, würde ich sagen, gehen wir dahin, wo wir gestartet sind. Haben wir hier gestartet? Ich weiß es nicht. Dann gehen wir trotzdem hier hin. Und ich sag euch, tüdelü, viel Spaß und adios.